Das Gericht fängt am Hause Gottes an. Was bedeutet das? Was ist das Haus Gottes? Das Haus Gottes sind alle wiedergeborenen Christen, die auf der Erde leben. Die Gemeinde Gottes, die Ekklesia also, die ja sowohl bei Petrus als auch bei Paulus allegorisch als Haus Gottes bezeichnet wird, bestehend aus lebendigen Steinen. Und diese wird ja auch den Menschen gegenübergestellt, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen, also alle Ungläubigen gegenübergestellt. Es geht also um alle wiedergeborenen Christen, die auf der Erde leben. Was ist das Gericht Gottes? Bei diesem Gericht Gottes geht es nicht um das zukünftige Offenbarwerden der Gläubigen, der wiedergeborenen Christen am Richterstuhl Christi, das sogenannte Preisgericht. Dazu verlinke ich ein Video. Es geht auch nicht um den großen weißen Thron, wo ja sowieso nur alle Ungläubigen gerichtet werden, sondern es geht um ein zeitliches Gericht Gottes auf der Erde an seiner Gemeinde. Und dieses Gericht hat nicht den Charakter einer juristischen Bestrafung, sondern es hat den Charakter einer Erziehung. Immer wenn Gott an seinen Kindern arbeitet, geht es immer um den Begriff der Erziehung. Welches Motiv hat diese Erziehungsmaßnahmen Gottes? Gott erzieht seine Gemeinde, seine Kinder immer aus Liebe. Das Motiv ist immer Liebe, die Liebe Gottes zu seinen Kindern. Und diese Erziehungsmaßnahmen Gottes ist eine Form von Fürsorge. Welches Ziel will Gott damit erreichen? Zum einen Läuterung, das heißt auch Reinigung, das sind Synonyme. Das heißt, Gott will alles entfernen, was im Widerspruch ist zu seinem Wesen und zu seinem Wort. Er will Sünde entfernen und auch uns vor Sünde bewahren. Und zweitens Festigung. Das heißt, durch die Erziehungsmaßnahmen Gottes soll unser Glauben gefestigt werden. Das übergeordnete Ziel ist natürlich letztlich die Christusähnlichkeit seiner Kinder. Zu welchen Mitteln greift hier Gott? Nun, das ist vielfältig. Zur Zeit von Petrus ist hier die Rede von Verfolgung, das Feuer der Verfolgung. Die erste Erziehungsinstanz ist das Wort Gottes, das die Gläubigen schon erzieht. Es ist der Heilige Geist, der auch zu dem Gewissen der Kinder Gottes spricht, auch er erzieht. Aber dann sind die Mittel vielfältig. Wie gesagt, es kann Verfolgung sein, also durch Menschen. Gott kann auch den Teufel instrumentalisieren zur Erziehung seiner Kinder, wie bei Hiob. Letzten Endes können es auch Krankheiten sein, also physische Krankheiten und auch der physische Tod. Das als höchste Eskalationsstufe. Dazu verlinke ich auch ein Video. Wenn Sünde offenbar wird bei einem Gläubigen, dann ist auch die Gemeindezucht, die hier greift. Da gibt es ein Eskalationsmodell der Gemeindezucht. Auch das ist ein Teil seiner Erziehung. Das Gericht über die Ungläubigen hat auch zwei Aspekte. Zum einen gibt es ein globales Weltgericht über die ungläubige Welt. Das ist letzten Endes die Drangsalszeit. Und danach gibt es das persönliche Gericht eines jeden Ungläubigen am großen weißen Thron.